beste Dance-Formation. Die nennt sich FRK Dance School. Früher waren sie schon mal dabei gewesen, und die alte Formation heisst Prodigy Tuxedo Crew. Das war 2008 gewesen. Dann haben sie den kleinen Privalo schon mal gewonnen. Jetzt ist es eine 14-köpfige Truppe, also es werden immer mehr auf dieser Bühne. Ich hoffe, sie haben genug Platz. Wir freuen uns jetzt auf sie. Bühne frei für die FRK Dance School. Thank you.
Wow! FRK Dance School! Eieieiei! So viel Action und das auf einer Bühne. Zu wem darf ich dann kommen? Du lässt mich mehr gut sagen. Wow! Du, Zirkus, könntet ihr auch noch auftreten oder habt ihr das schon mal gemacht? Weiß nicht. Wär doch mal! Auf jeden Fall. Wie viel trainiert man jetzt da, um eine solche Show auf die Bühne zu bringen? Also wir haben jetzt hier schon gehabt. Sie haben anders verwendet, aber haben sie abgeändert noch. Und so zwei bis drei Wochen, so, sagen wir zwei bis drei Mal am Tag. Schon, also in zwei bis drei Mal pro Woche. Genau. Okay, aber intensiv, das kann man vorstellen. Ja, aber trainiert man sowieso sehr intensiv, das sieht man, wie lange kann man so eine, also muss man schon sagen, Sportart machen. Wie lange? Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, es gibt ein gewisses Alter, um so auf der Bühne sich zu verausgaben, oder? Es kommt darauf an, es gibt 80-Jährige, die noch tanzen. Ja gut. Ich möchte das reden darf als Opa hier. Du bist der Opa, okay. Also tanzen, diese Tanzform, die wir hier machen, kann man wirklich ohne Scheiß bis ins Grab machen. Natürlich nicht mehr die akrobatischen Sachen, aber wir kennen Tänzer, die jetzt schon mittlerweile 55, 60 sind in New York. Und die tanzen noch, sind noch voll am Abgehen. Natürlich nicht mehr die akrobatischen Sachen, aber man kann wirklich tanzen bis 60, 65. Sehr schön, also der beste Beweis. Aber sag jetzt immer, wie alt bist du? Ich bin jetzt schon, werde 36. Ja gut, also wäre ich noch jung, hallo. Was heisst hier Opa? Wo kann man euch sehen als nächstes? Weißt du, wo der Auftritt heute noch? Ja, wir haben den nächsten Projekt in zwei Wochen. Hip-Hop meets Big Band. Wir arbeiten mit einer Big Band zusammen, eine fette Big Band mit 15 Musikern und die machen Musik und wir tanzen. Genau, das ist unser nächstes großes Projekt und da gehen wir vielleicht auch auf Tournee. Und ja, also wir sind viel dran und wir gehen auch nächstes Jahr auch mit anderen Sachen, mit so Musicals als Tänzer auf Tournee und ja, geht viel voran. Das tut sehr gut. Dankeschön, FRK Dance School! Also was uns da alles geboten worden ist und jetzt geht es gerade endlich weiter.